Dann will ich mal versuchen aufzunehmen. Und damit willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, es ist, wie soll man sagen, es sind mir ein paar fürchterliche kleine Fehler unterlaufen jetzt, was mir so während dieser Liga aufgefallen ist. Ich habe ja jetzt, ihr wisst, ich habe Liga in drei Clans gespielt und in einem Clan, in dem bin ich jetzt noch dort. Wir sind halt zweimal abgestiegen, einmal Liga gehalten, also beim Clan Free-to-Play brauche ich nicht mehr reingehen. Da haben die schon einen neuen Clan-Krieg gestartet, haben wir die Liga in jedem Fall als Vierter abgeschlossen und haben die Liga gehalten. Aber hier beim Clan Deutschland-Ad, ganz klar, hatte ich ja gesagt, nie wieder mit Zehnern. Da müssen wir uns halt was Besseres einfallen lassen, womöglich einen neuen Clan erstellen und dann mit denen spielen. Aber es gab so ein paar Probleme hier, dass ich mir natürlich ein paar Angriffe angeguckt habe. Ich habe auch nette Medaillen bekommen, 143, das ist cool. Und aber es gab hier so ein paar Ungereimtheiten und die sind jetzt alle schon raus hier, außer meine Accounts, die sind alle noch da. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, dass mit Kobolden hier so im Clankrieg, das ist sicherlich cool. Immerhin hat er beide Helden gehabt, die hat er auch nicht immer gehabt hier, aber eigentlich ist das für mich ein No-Go. Immerhin einen Stern geholt, ja, damit holt man natürlich auch unter Umständen einen Stern. Und aber ich finde es eigentlich eine Frechheit, so wie ich es mal sagen, nicht mit einer ordentlichen Armee hier aufzuschlagen. Okay, die Chancen waren jetzt nicht sehr groß, ein Zehner hier oder ein Grad Elfer. Ist er sogar schon Elfer, hat er nun Warden im Ausbau. Dann nur mit Kobolden hier angreift, und das war auch nicht das erste Mal, aber dem Ganzen ging eigentlich auch ein Missverständnis vorher, denn ich habe das Ganze natürlich ein bisschen zur Rede gestellt und habe ihm ganz klar gesagt, brauchst bei den Herausforderern auch nicht mehr kommen, weil mit Kobolden wollen wir denn auch keinen anhaben oder drin haben, der dann nur so angreift und nur so einen Stern holt. Sicherlich guter Stern, gar keine Frage, aber auch das war ein bisschen so ein Missverständnis zwischen mir und dem Spieler, denn ich hatte ja zu Anfang eine E-Mail rausgehauen im Clan Herausforderer, wo es hieß, alle die 10, 11 und 12 sind, gehen bitte in den Clan Deutschland-Ad. Und dann ist man da hingegangen und hat unter Umständen gar nicht gewusst, warum gehe ich da eigentlich hin. Natürlich gehe ich da hin, ich wollte den Leuten eigentlich nur einen Platz schenken, wo sie Liga spielen können, was natürlich völlig nach hinten losging, aber letztendlich von mir aus nett gedacht war. Also ich wollte das Beste für meine Leute und deswegen sind dem so viele gefolgt, obwohl sie hätten das gar nicht machen brauchen. Sie hätten auch im kleinen Herausforderer bleiben können und dann hätten sie halt die Trostmedaille mitnehmen können, weil sie wären natürlich nicht zum Einsatz gekommen. Und von daher tut mir das ein bisschen leid, war halt einer meiner Fehler, aus denen ich hier natürlich ein bisschen gelernt habe, wo ich dann sage, ja, so ganz Unrecht hat er nicht. Ich habe das natürlich so vorgeschrieben und so fordernd, Leute, geht weg. Klar bleiben die Leute dann weg. Er hat noch nicht mal das Zeppelin gesetzt und noch nicht mal die Helden gesetzt. Das finde ich auch noch gespart, das Ganze. Warum eigentlich? Wir spenden doch hier ganz gut. Und ich war hier auch als Spender tätig. Ich habe im Moment so ein bisschen Eieruhr hier, weil mein Netz ist heute ein bisschen am Flappen, so will ich das mal sagen. Ja, ich habe ja auch nicht tolle Sterne geholt. In keinen dieser Clan-Kriege hier, weil wir halt immer so eine Konstellation hier hatten. Für uns und gegen uns. Und egal, was wir eigentlich für eine Base dahingestellt haben, es hat halt nicht funktioniert, so muss man es mal sagen. Und aber es sind jetzt erstmal alle draußen. Ich muss mir mal überlegen, wie wir es mit dem Clan Deutschland-Ad machen. Ich denke mal ab Rathaus-Level so 11. Aber nicht runter. Vielleicht sogar, 12, weiß ich nicht. Ich meine, wir sind hier in Kristall 3 und ob ich da wirklich mit 12 aufschlagen muss, weiß ich noch nicht. Ihr könnt mir aber mal in die Kommentare schreiben, was ich mit Chefkoch mache, denn dem Chefkoch seine Karre hier läuft so unheimlich voll. Der ist ja jetzt wieder aus der, hier irgendwie wieder erwacht. Mit dem habe ich halt Liga gespielt, aber hier sind satte 13 Millionen Taler drin, also Gold und 12,5 Millionen Elex und 130.000 Dunkles. Das kann man natürlich auch mal verwerten, indem der hier vielleicht doch mal 11 wird. Ich habe ja da noch 10er im Petto mit dem Frei, der ist ja noch aufbauender 10er. Das Ding müsste eigentlich auch ziemlich voll sein, ist es auch.
Und dann kann man das sicherlich sinnvoll ausgeben. Aber noch ein Elfer wieder. Mann, Leute, das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben. Chefkoch 11 oder Chefkoch erstmal so lassen und dann ist er erstmal wieder acta gelegt. Wir gehen mal rein in den kleinen Herausforderer, denn das ist jetzt das, was ich euch da vielleicht noch an Liga zeigen kann. Hier haben wir natürlich auch nicht gewonnen oder verloren, sondern hier haben wir nur verloren, obwohl wir sogar einen Krieg gewonnen haben, aber die Gruppe hier war, ja, ich meine, unten, selbst unten war sie für uns ein bisschen zu schwer, da wir immer ein, zwei Angreifer hatten, die gar nicht angegriffen haben. Und wenn man jetzt mal in den Clan reinguckt, dann habe ich hier natürlich alle mitgenommen. Also auch die, die hier ganz wenig oder die nicht mit rübergegangen sind, haben hier jetzt ein paar Sterne bekommen. Ich habe das ja jetzt auch schon einmal mitbekommen, mit Uschi zum Beispiel, die hat auch ein paar Sterne gekriegt. Und also so viel nochmal dazu, wenn ihr gar nicht zum Einsatz kommt, aber mit in der Liga wart, dann bekommt ihr auch ein paar Medaillen. Das hat jetzt halt einer nicht bekommen, auch zu dem einen sage ich jetzt gleich mal was, denn auch das war so ein kleiner Fehler, den hätte man nicht machen brauchen oder können. Und aber es war eigentlich einer mit in der Liga, der Arian. Und er hat nur 2 Sterne gemacht in 7 Spielen, in 7 Kämpfen. Ich glaube, er war immer dabei. Das kann auch sein, dass wir ihn einmal ausgetauscht haben. Ach nee, 1 von 5. Okay, in 1 von 5. Und aber alle 7 Spiele haben dann halt auch nur hier oben alle gemacht. Und das haben wir gut gemacht. Ich denke mal, ich werde nächstes Mal eine Truppe zusammentrommeln, wo wir auf jeden Fall wieder aufsteigen wollen. Ich sehe uns hier bei den Herausforderungen ganz klar in Meister 3, wenn nicht sogar Meister 2, wenn wir durchgängig Rathaus 14 Leute haben. Danke nochmal Martin für die Unterstützung hier, der kam von SMS und ist jetzt aber in einem Clan mit No Name, aber ich glaube Martin kam von SMS. Das war ein freier 14er, das war auch sehr witzig. Im Discord hat er sich gemeldet und hat gesagt, ich habe noch einen freien 14er. Alles klar, aber sehr, sehr schick. Und dann würde ich sagen, guck mal ruhig mal rein in den Angriff. Und dann werde ich euch gleich sagen, wo mein kleiner zweiter Fehler eigentlich lag. Also von der Liga-Woche her muss ich sagen, in allen 3 Clans Top-Zeiten für mich immer abends die Angriffe zu machen. Und ich sehe jetzt aber gerade, ich muss hier jetzt mal einmal live reinhacken hier in meine Aufnahme. Ich glaube, ich muss hier noch was hinzufügen, denn ich werde immer so ein bisschen, so ein bisschen arg lauter oder arg leiser. Ich mache das mal auf Schließen, denn eben habe ich ein bisschen gedeckelt und das wollte ich natürlich absolut nicht machen. Also hier mit Deckel meine ich, dass ich gerade so total übersteuert habe. Das kann eigentlich ein Kompressor auffangen, zumindest hier in der Aufnahme. Wie das dann im Livestream ist, muss ich das mal testen. Ich habe das jetzt mal gerade live reingehackt. Mal sehen, ob das überhaupt zum Tragen kommt. Aber ich denke mal, unter Umständen schon. Weil wenn ich jetzt so wie eben mal ein bisschen lauter wurde, dann geht er jetzt nicht an den Deckel, sondern der Kompressor wird kurz mal tätig und kompresst das Ganze wieder hörbar runter. Und der Martin schlägt sich aber hier mit 87% eigentlich sehr, sehr gut. Also für unsere Verhältnisse. 1 3-Sterner habe ich diese Woche gemacht, also 1 von 7 3-Sterne, den Rest, ich meine mit Thorsten only 2 Sterne. Ich glaube mit Avatar habe ich auch mal nur 1 Stern geholt. Da habe ich halt versäumt, das Rathaus mitzunehmen. Aber dennoch die 50% irgendwo geschafft und ist mir allerdings mit Thorsten, glaube ich, nicht gelungen. Da habe ich meines Wissens immer das Rathaus bekommen. Mit meiner Angriffsstrategie, die ich euch ja auch gezeigt hatte im letzten Video, irgendein Smash. Damit habe ich nämlich fast die ganze Woche angegriffen hier, um das Ganze auch ein bisschen mehr zu üben. Man hätte vielleicht die ein oder andere Base vielleicht anders machen können mit Drachen oder mit einem Hybrid oder sowas. Aber letztendlich musste ich feststellen, dass du mit der Taktik mit irgendeinem Smash eigentlich auch fast immer 2 Sterne irgendwie reinkriegst. Gute 2 Sterne, also jetzt nicht wenig und gerade so, sondern schon immer in dem 70, 80, 90er Prozentbereich und Martin kommt hier auch sehr, sehr nahe dran. Also ist das Ganze in jedem Fall hier für uns, glaube ich, eine gute Spielwoche gewesen, auch wenn wir nur ein CK gewonnen haben und die anderen halt nicht. Das war jetzt, glaube ich, an der Stelle nicht so schlimm. Die Clankriege passten halt. Ihr wisst schon, was ich meine. Manchmal ist es ja so, dann spielst du eine schlechte Liga-Woche, aber unterm Strich war sie eigentlich absolut okay.
Denn so ziemlich alle haben ihre Angriffe gemacht, auch wenn da welche dabei waren, die es halt nicht gemacht haben. 268 gab es immerhin an Medaillen für die, die da mit dabei waren. Bonus habe ich nicht bekommen, habe ich letztes Mal schon bekommen. Und wie gesagt, ich plane in jedem Fall mit dem Clan hier wieder aufzusteigen nach Meister 3. Ich habe jetzt aber gestern im Livestream mitbekommen, dass einige bei euch auch in Kristall 1 mittlerweile drin sind, entweder aufgestiegen oder auch abgestiegen. Und vielleicht werden wir nächste Saison im Mai gematcht. Würde mich natürlich super, super freuen. Aber wo lag eigentlich hier mein Fehler? Beim Clan Herausforderer lag mein Fehler. Nicht, dass ich nicht gespendet habe. Ich habe reichlich gespendet in dieser Woche hier. Und denn ich habe unheimlich viel auch mit Gems gespendet. Aber es gab hier jemanden, das ist ja unser Rusher, den ich nicht mitgenommen habe hier. Den habe ich nicht mitgenommen. Er ist ja nicht so schlecht, hatte ich schon gesagt. Und das war auch ein Missverständnis von mir, dass ich ihn nicht mitgenommen habe, weil er spricht nicht so wirklich unsere Sprache. Ist, glaube ich, ein Schwede, der auch nicht so ganz Englisch spricht. Na, sagen wir mal so, wir haben es noch nie probiert, aber er haut hier manchmal ein paar ganz, ganz unmögliche Sätze raus und ist ja dabei, seine Base auszubauen. Ich glaube, das hatte ich auch schon gesagt, auch wenn man jetzt mal besucht, überall sind die Bauarbeiter am Umbauen und so, dass das mal eine etwas bessere Base wird. Hier ein bisschen liegt sie gerade brach, aber ich hatte ihn nicht mitgenommen in der Hoffnung, er geht zu Deutschland Ed und hilft da aus und wir kassieren nicht immer 3 Sterne mit seiner Base, weil sie halt so ultra, ultra schwach ist, sondern wir hatten den Gladiator da mit dabei, der hat nicht immer angegriffen, der hat keine Lust mehr zum Spielen, hat er ganz klar kundgetan und dann kann ich ihn eigentlich auch rausschmeißen, weil so eine Superleiche, die es auch noch zugibt, dass er eigentlich wirklich im Moment keine Lust zum Spielen hat, die soll dann auch keinen Platz hier verbrauchen. Das ist dann auch ein bisschen kontraproduktiv, auch fürs ganze Gefüge und fürs ganze Ansehen. Und denn wenn ich jetzt auch mal reingucke in den Clan, man sieht ja hier, wer war mal da, also ich sehe es im Moment nicht, aber Glati, auch nicht mal eine Liga, das Zeug auch zeugt dann auch schon davon, dass er echt 0-0 Bock hat. Mortus ist am Start. Sir Domi hier kenne ich gar nicht, aber ist auch eh rot. Auch da kann man natürlich mal reingucken. Warum sind die Leute eigentlich rot? Damit du die nicht versehentlich mit in die Kriege reinnimmst. Der baut nichts auf, der ist einfach nur da. Ja, der ist einfach nur da. Und ich meine, der Kollege aus dem Clan Deutschland Ed eben, der hier jetzt auch tatsächlich auch wieder ist, der wollte nur seinem Lieblings-YouTuber etwas näher sein, was natürlich totaler Schwachsinn ist, finde ich, weil A, gibt es keinen Toto-Clash-Bonus und B, sind wir hier auch nur eine ganz normale Truppe, Leute, ganz normaler Clan. Es gibt halt nur einen, der setzt sich hier jeden Tag hin und nimmt das ein bisschen auf, aber das ist ja nicht gleich, dass man da so, ach, der Toti und ihr wisst schon, was ich meine. Ich bin ganz normaler Typ. Ihr könnt mich hier, wenn ihr wollt, gerne besuchen. Also das ist hier jetzt nicht irgendwie, ja, wie soll man sagen, so abgeschottet und nee, ich verrate nichts von mir, bloß nicht, etc. Hallo, normaler Clan, normale Leute, normaler Leader und normale Mods hier auch bei mir im Livestream gewesen. Die Livestreams übrigens waren sehr, sehr cool, aber ich glaube, jetzt sind auch wieder alle da. 40 Leutchen fast, frei fehlt hier noch. Chefkoch lasse ich vielleicht drüben, muss ich mal gucken. Vielleicht frage ich dann nächste Ligasaison auch bei euch mit einem Zehner vielleicht an. Wäre ja auch gar nicht mal so schlecht. Aber hier haben wir jetzt noch ein bisschen Platz, auch für Rathaus 14. Wie gesagt, nächste Liga möchte ich ganz gerne wieder aufsteigen. Also Kristall 1 Liga soll da wieder weg. Da soll in jedem Fall Kristall 3 Liga wieder hin. Ich finde, so ein bisschen gehören wir dahin und deswegen plane ich da ganz klar wieder den Aufstieg. Ich hoffe, das Ganze hat euch mit den ganz kleinen Fehlerchen doch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren vielleicht auch nicht vergessen. Und ich freue mich in jedem Fall, dass ich wieder so tolle Aufrufe A in den Videos habe und B auch echt nett Zuschauer jetzt das Wochenende in den Streams hatte. Da habe ich ja wieder 2 Tage das RST, das Rising Star Tournament Turnier, Rathaus 3 bis Rathaus 7 gestreamt mit jeweils 2 Matches und dann noch ein bisschen was gemacht. Also wir haben wieder echt super Stunden miteinander verbracht. Das hat mich unheimlich gefreut und deswegen denke ich mal, werden wir es auch so weiter behalten und ich hoffe, dass mir diesen Mittwoch nicht so schlecht geht wie letzten Mittwoch und dann, weil gestern haben schon welche gefragt, ob ich am Montag auch wieder streame. Nein, das mache ich dann nicht, eher dann ungeplant. Also wenn ich dann doch abends Lust verspüre, doch auf den Stream-Button zu klicken, dann
mache ich das sicherlich, aber das wäre dann ganz überraschend plötzlich für euch. Und deswegen mache ich das an der Stelle nicht. Aber was ich gerade machen muss, ich habe gerade wieder übersteuert, habe ich gesehen. Das heißt, ich muss den Kompressor noch so ein bisschen für mich anpassen, aber passt in jedem Fall schon mal und mir passte das super, super gut. Das hat mich echt ultra gefreut und ihr habt auch sicherlich gemerkt, als ich Sonntagnacht ausgeschaltet habe, habe ich das nicht gern gemacht. Ich hätte noch locker 5-6 Stunden mit euch streamen können. Also hoffe ich mal, dass wir Ostern vielleicht die eine oder andere Stunde ein bisschen dranhängen können abends und vielleicht auch ein bisschen reingehend in die Nacht. Also so ein bisschen was für die Abend- und Nachtschwärmer von euch. Also bis dahin, habt einen schönen Wochenstart, ist noch eine kurze Woche und dann sehen wir uns in weiteren Folgen. Bis dahin, ihr Lieben, euer Toto. Clasht.